Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe super lange kein Video gedreht. Aber jetzt endlich ist es soweit. Ich drehe mal wieder ein Video. Ich habe zugeschickt bekommen von Beauty Press eine Feel Good Box von Jean Darcel. Und ich finde die Marke super interessant. Ich habe die auf einem Blogger-Event kennengelernt. Und die Produkte finde ich super ansprechend. Ich habe die auch ausprobiert. Ich habe noch ein paar Sachen da. Wenn euch interessiert, was es alles beim Event gab, was ich bekommen habe, dann kann ich euch das auch auf jeden Fall zeigen. Ich habe das alles hier in der Schublade, weil ich nicht wusste, interessiert das. Ich habe nämlich auch ein paar Sachen zum Verlosen bekommen und ja, ich könnte jetzt eigentlich ja auch was verlosen in dem Video. Machen wir am Ende. Jetzt gucken wir uns erstmal die Box an. Das ist so eine typische, wie so eine Abo-Box verpackt. Innen drin stehen die Produkte. Ich gucke erstmal. Und zwar ist das eine Feel-Good-Box. Für die perfekte I-Feel-Good-Atmosphäre braucht es nicht viel. Nur ein paar ruhige Stunden und die Wohlfühl-Box von Jean Darcel mit 5 wundervollen Beauty-Secrets. Okay, klingt interessant. Zelebriere das Entspannungsritual für einen Abend mit Muße nach einem pflegenden Ölbad bei Musik und Kerzenlicht. Also vielleicht sind Kerzen mit dabei, vielleicht ist ein Ölbad mit dabei. Genieße die konzentrierte Pflanzenkraft des Körperpflegeöls. Dann wird wahrscheinlich auch sowas drin sein. Eine energetisierende Gesichtsmaske, was ein Wort. Bereite dich auf den nächsten Tag vor. Okay, eine Gesichtsmaske wird uns erwarten. Während sie einwirkt, streifst du die gemütlichen Kuschelsocken über und lässt die Seele baumeln. Zum Abschluss entführt dich die luxuriöse Nachtcreme mit Kaviarextrakt ins Reich der Träume. Schauen wir mal. Okay. Ja, die Kuschelsocken sind sogar auch mit dabei. Cool. Kann man bei 30 Grad waschen, nicht in den Trockner. One Size von Jean Darcel. Ich packe jetzt gleich mal aus, weil ich jetzt sowieso gleich wasche. Ich habe ja gerade einen Primer Call abgedreht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich es euch mal gerne. Es sind aber überwiegend Kinderkleider. Aber es ist auch ein cooler Rabattcode mit dabei. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Das sind die. Fühlen sich sehr, sehr weich an. Oh ja, sind auch nicht so eng. Ich finde manchmal bei so Kuschelsocken ist das hier oben dann so steif und dann denke ich mir immer, nee, das tötet ja alles ab. Doch, finde ich schön. Mit Herzchen. Gefällt mir. Made in Germany. Mache ich mal auf den Stapel zum Waschen. Es geht weiter. Bonheur du Bain. Okay, ein Cremebad. Ah ja. Die pflegende, nicht schäumende, entspannende Formel mit Avocado, Macadamianuss, Mandel, Oliven und Sesamöl vermittelt ein einzigartiges Badeerlebnis für Haut und Sinne. Für Sprudelwannen geeignet. Okay, ich habe leider keine Sprudelwanne. Macht aber nichts. Ich habe auf jeden Fall eine Badewanne. 30 bis 50 Milliliter in das einlaufende Badewasser geben. Okay, gut. Ich rieche mal dran. Okay, ja, ist auch so blau wie die Socken. Oh, das riecht richtig gut, ja. Das riecht nach Urlaub. Nach Entspannung. Nach Pflege. Oh, ja. Okay, stelle ich mir gleich an die Badewanne. Kann ich gebrauchen. Ich sehe auch ein bisschen müde aus. Es ist momentan nicht so einfach. Was habe ich noch drin? Eine Glasflasche. Ah, ja. Ein Körperöl. Und ich glaube, das haben wir auch auf dem Event getestet. Und das hier fühlt sich so cool an. Die Schrift, die spürt man richtig, wenn man so drüber fährt. Okay, Bodyöl. Ich muss da auch dran riechen. Ah ja, das riecht auch so gut.
Gefällt mir. Und ich habe hier übrigens meinen Armreif an von Daniel Wellington und meinen Ring. Ich habe auch noch eine passende Uhr dazu. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber mit meinem Rabattcode, ich kann euch mal einblenden, ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, weil ich hier an den Schminktisch gekommen bin mit dem Armreif, bekommt ihr auf jeden Fall 15% Rabatt. Und es gibt jetzt aktuell, also jetzt heute, wo ich das Video drehe, noch nicht. Aber ich denke, ihr werdet das Video noch rechtzeitig sehen. Vom 8.11. bis 11.11. gibt es nämlich nochmal zusätzlich 11%, also insgesamt dann 26% Rabatt. Und da könnt ihr auf jeden Fall schon mal für Weihnachten gucken. Genau, wollte ich euch nochmal mitgeteilt haben. Ich schreibe alles in die Infobox. Was habe ich noch hier drin? Zwei Sachen noch. Ich hole mal das hier. Oh ja. Verpackung, mega schön, sind auch so hellblaue, dezente Blumen drauf. Also das ist alles sehr, sehr stimmig, alles in diesem Blau hier, sogar die Socken, also cool. Eine Energy Mask, 20 Milliliter, cool. Können wir auch mal gerne in einem Video zusammen ausprobieren, ich mache ja auch Maskenvideos. Die Creme ist geschenkt, der Haut neue Energie, dein Teint wirkt geglättet und erscheint jugendlicher. Brauche ich. Wie lange muss die einwirken? Steht nicht mit drauf, aber vielleicht in dem Heft. Ein Produkt habe ich hier noch. Wunderschön, ist jetzt halt so lila, rosa, aber für mich natürlich super, die Optik. Aber alles andere war jetzt so ein bisschen mit hellblau. Ja, wobei, komm, die zwei Dinger auch nicht. Ja, das ist so ein kleiner Tiegel hier, eine Nachtcreme, 20 Milliliter, ist jetzt noch zugepackt, ich habe gerade noch eine Nachtcreme offen, es sind 20 Milliliter, ich werde es jetzt mal aufmachen und stelle es mir einfach neben meine aktuelle Creme, die ich gerade benutze, damit die nicht verschüttet geht hier, oh ja. Sieht schön aus, auf jeden Fall, wenn man das öffnet. Oh, riecht gut. Ja, ich teste mal. Oh ja, sehr reichhaltig, wenn man hier reingeht. Ich muss gleich niesen. Also gleich werdet ihr hier einen Schnitt sehen. Finde ich eine schöne Creme. Gefällt mir. Doch, die zieht auch schnell ein. Die hinterlässt ein ganz tolles Hautbild. Glänzt auch so ein bisschen. Gefällt mir. Mache ich das gleich ab, weil die werde ich jetzt schon benutzen. Ja, die werde ich im Wechsel mit meiner benutzen, die ich gerade offen habe, weil ich die jetzt gerade echt toll finde. Die Verpackung werde ich aufheben, also ich werde mir das hier wegschneiden, weil ich ja auch bastel. Und das hier vielleicht auch. Und dann stanze ich da dann auch meistens was aus, weil das so ein schönes Papier ist. Und ihr merkt es schon, kosmetikmäßig, papiermäßig, bei mir ist alles vorhanden. Was steht hier noch Schönes in dem Heft? Ah, die Preise, cool. Das Bad hier. Da steht kein Preis dabei. Okay. Ich denke, weil das vielleicht auch kein Originalprodukt ist. Ich werde mal gucken, es sind 100 Milliliter. Vielleicht finde ich es im Internet. Ja, Sonderedition für Feelgood Box. Okay, deswegen ist kein Preis dabei. Aber wenn ich es finde, verlinke ich es euch auf jeden Fall in die Infobox. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Dann, das hier ist ein Originalprodukt. Das Körperöl, 100 Milliliter, 34 Euro. Ah ja, es beugt Dehnungsstreifen und kleine Pölsterchen vor. Cool. Dann das hier, die Maske, da steht jetzt auch kein Preis dabei. Das ist auch eine Sonderedition für die Box. Klar, es sind 20 Milliliter, aber das Originalprodukt, wenn ich es finde, werde ich es auch verlinken. Die Socken sind auch extra für die Box jetzt, weil es eben auch zum Thema passt. Und dann, oh mein Gott, wow. Ah, okay.
Lesen kann, ist klar ein Vorteil. Also das hier sind 50 Milliliter und das Originalprodukt 100 Milliliter kostet 34 Euro von dem Öl. Ich brauche einen Kaffee. Dann haben wir hier die Nachtcreme, das sind 20 Milliliter und das Originalprodukt 50 Milliliter kostet 47 Euro. Könnt ihr es euch runterrechnen. Genau, ich finde es eine richtig schöne Box. Ich muss mal gucken, ob ihr die auch irgendwie so bekommen könnt, bestellen könnt, dann verlinke ich es natürlich auch. Ich finde das eine super schöne Geschenkidee irgendwie auch. Ja, gefällt mir. Doch, finde ich cool. Ich hoffe, euch hat die Box auch gefallen. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Auf dem Beauty Press Event habe ich von dieser Marke hier, die kennt ihr bestimmt, Ulrike de Varin. Ja, es wird speziell Parfüms bekommen. Ich habe insgesamt 4 Parfüms bekommen zum Verlosen. Ich wollte auch gerne auf Instagram welche verlosen. Aber ja, ich habe dann so gesagt, bei 250 Likes, dann verlose ich 2 Parfüms. Aber es sind einfach nicht so viele Likes zusammengekommen, obwohl die Story weit mehr als 250 Leute geschaut haben. Also vielleicht bestand da einfach auch kein Interesse. Deswegen verlose ich jetzt hier. Und legen wir jetzt hier los. Ich verlose in dem Video jetzt erstmal 2 Stück mit dem passenden Armband dazu. Das ist übrigens handgemacht. Und das heißt, es wird 2 Gewinner geben. Ich werde noch Goodies dazulegen. Und was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, das findet ihr auch alles in der Infobox. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.